Männer ein ordentlicher Wettkampf durchgeführt werden kann. Nun Tatjana Lysenk am Schwebebalken. Es hat eine wahrlich erstaunliche Entwicklung genommen, wenn man da 2 Jahre zurücksieht. Sie ist fraulicher geworden, viel fraulicher. Lange Konzentration auf den Abgang und ich wollte es nicht verschreien vorhin, sie hat am Schwebebalken schon oft große Wettkämpfe verloren, Tatjana Lysenko, und hat auch jetzt wieder Schwierigkeiten mit dem Stand. Es ist ihr letzter. Ja, für die Chinesin am Boden jetzt 9,725, also mit ihr wird man sicherlich noch im Finalwettbewerb rechnen müssen. Tatjana Lysenko so enttäuscht. Wie ein Fehler.